wenn es so ist, müssen wir im Zweifel auch damit rechnen, dass jeder Richter, selbst wenn der beim EuGH sitzt oder sonst was, der hat eine ganze Welt gegen sich, wenn er sagt, ich bin ehrlich und decke das jetzt auf. Und entscheide recht. Der hat im Zweifel ja auch mittlerweile viele Leute gegen sich, die natürlich gern geimpft werden möchten. Das macht es ja noch schwieriger. Leute, die schon geimpft sind, das gar nicht so genau wissen wollen, weil sie sich dann ihrer eigenen Wahrheit und Fehlentscheidung stellen müssten. Und alle anderen sind in der Haftung. Und die wollen es auch nicht wissen. Also traut sich mit jedem Tag, den diese Impfung fortgeführt wird, in dem auch andere Corona-Maßnahmen fortgeführt wird, immer weniger noch einer die Stimme zu erheben, weil die Schuld, die diese Leute auf sich geladen haben, zu Lebzeiten eigentlich nicht mehr gut gemacht werden kann.